Leute, wenn man den neuesten Leaks Glauben schenken kann, kann es demnächst in Season 17 zu Kuriositäten im Battle Royale kommen. Ich gehe mal davon aus, dass Ranked ausgeschlossen ist, aber es soll wohl so sein, dass wir im Battle Royale auf Bot-Lobbys treffen können. Also nicht Bot-Lobbys, Achtung, ich verrecke ganz oft absichtlich und dann bekomme ich einfach schlechte Gegner, sondern tatsächlich echte Bots, die absolut brainless durch die Gegend rennen. Wenn man dem Data meiner Osvaldator Glauben schenken kann, und ich glaube dem tatsächlich zu 99%, das ist der kuriose Data Miner oder Leaker, den anfänglich alle belustigt haben, als er behauptete, dass die Wingman Sniper Munition bekommt, und noch einiges mehr wusste er vorher schon, und alle haben ihn durch den Kakao gezogen, so ein Blödsinn und Müll und hast du nicht gesehen, und pupp, die neue Season kam, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, ich glaube vor 3-4 Seasons, und auf einmal haben ihn alle als den Data meiner Gott in den Himmel gehoben. Und genau deswegen glaube ich das tatsächlich, ich blende das einfach mal ein, er schreibt, dass es wohl sein kann, dass in Season 17 demnächst Bots durch die Kante rennen. Und das Negative bei der ganzen Geschichte, was natürlich nur verständlich ist, wenn das so sein sollte und das stimmt, wenn du einen Bot tötest, zählt das nicht auf eine 4K-Badge oder eine 20-Bomb. Das heißt, wenn du vielleicht nicht ganz gerafft hast, dass du vielleicht 2-3 Bots getötet hast, anstatt menschliche Gegner, dann hast du da ein richtig dolles Problem. Wenn du dann nämlich deine 20 Kills machst und vielleicht 4.500 Schaden, bekommst du, wenn du Pech hast, deine Badges nicht, die du vielleicht endlich mal erreicht hast. Ich bin gespannt und ich glaube dem deswegen, ich weiß jetzt nicht, wer von euch das war, aber vor einigen Wochen, vielleicht ist es ein paar Monate her, hat mir jemand von euch ein Gameplay über Instagram geschickt, wo man offensichtlich tatsächlich gesehen hat, dass da Bots rumlaufen im Battle Royale Modus. Ich habe das Video leider nicht mehr, weil es zu lange her ist. Ich weiß nicht mehr, wer das von euch war, aber man hat tatsächlich gesehen, und das Gameplay war halt auch schon ein bisschen älter, man hat tatsächlich gesehen, das müssen Bots sein, es kann kein menschlicher Gegner gewesen sein. Und das sind zwei in einem Squad gewesen. Also deswegen glaube ich, dass das tatsächlich so sein könnte. Wir können nur hoffen, dass da irgendwas im Argen ist, was hoffentlich schnell gefixt wird. Was Respawn für einen Sinn dahinter sieht, wenn das tatsächlich stimmt. Ich habe absolut keine Ahnung. Sind es vielleicht die Spielerzahlen, die extrem zurückgegangen sind, um Lobbys zu füllen, die nicht mit 60 Leuten abgeschlossen werden können oder gestartet werden können. Ich habe keine Ahnung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn euch sowas mal aufgefallen ist. Habt ihr vielleicht irgendwo noch Gameplay gespeichert auf eurem System, das ihr vielleicht irgendwo noch habt, wo ihr denkt, irgendwas stimmt da nicht. Lasst es mich bitte wissen, schreibt es mir gerne über Instagram, schickt mir das Video, filmt es ab, keine Ahnung. Wäre sehr interessant, dann würde ich da vielleicht noch ein bisschen genauer drüber berichten und sagen, ey Leute, das ist tatsächlich schon aufgefallen vor längerer Zeit, dass das so ist. Und tatsächlich, es kann gar nicht so weit weg sein, dieses Gerücht, denn auf der mobilen Version war das Standard, dass du anfänglich, ich weiß nicht, ob das dauerhaft so war, wenn du das ewig gegrindet hast, dort waren auch Bots und das wusste man tatsächlich, da waren Bots in den Lobbys, um die Lobbys eben aufzufüllen. Lasst mich wissen, was ihr von diesen Informationen haltet, ich finde es auf jeden Fall ziemlich strange und ja, ich wünsche euch noch was, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.